Ich bin gerade angefangen zu fahren, dann läuft da der Stefan schon und hat den X-Max kaputt. Und guck mal, wie seine Lenkung wackelt. Der hat hier Giro an. Wir fahren heute aber Team Magic Keter, nennt's wie ihr wollt. Ich habe die Spurstangen vorne einmal rumgedreht, also am Lenkhebel losgeschraubt. Und dann werden die ein Stückchen kürzer. Das geht relativ gut. Muss mal gucken, ob das reicht, dass er jetzt ein bisschen spurstabiler fährt, weil eine neutrale Spur ist eigentlich immer Mist. Hoppala. Wir fahren hier mal weg. Der geht ganz schön gut ab, der Kleine. Heute 20 Grad. Ja, Speedrun war schon interessant, ne? 85 km/h, das ist schon ordentlich für so ein kleines Auto. Das hätte ich auch nicht gedacht. Er ist relativ hart, wie man vielleicht auch sehen kann. Er springt recht viel. Ja, schauen wir mal, was der so kann. Sonst meckern wir immer, dass die Autos zu weich sind, ne? Aber weichere Federn habe ich wohl noch. Quasi mit dem Punisher. Jahre RCK-Erfahrung. So viel Leistung, dass du jederzeit das Ding in den Flip kriegst. Und ich meine wirklich jeder. Wie man ja gerade wohl gesehen hat. Die Nase. So bei 20 Grad bashen ist natürlich voll geil. Ist nicht so warm, so bei 30 ist das echt hardcore, ne? Auch zwei geht. Ich glaube, drei wird einer zu viel. Schön hoch, schön weit kommt er. Ich muss jetzt mal ein bisschen weiter weggehen, damit er das Auto auch ganz sieht. Oh, nicht falsch rum gegen die Rampe, das ist immer scheiße. Bisschen zu spät in den Flip gegangen oder halt. Von selber, ich habe nichts gemacht. Erster Akku heute auf der Strecke hier. Oh. Thank you.
Tisch, ja voll geil, ne? So, ich habe jetzt scheinbar einen Akku leer. Ach, 5 Minuten, das wäre komisch. Ich guck mal. So, here we go again. Der Regler hat sich abgeschaltet, weil er wirklich sehr warm war. Ja, bei 20 Grad und moderaten Fahren, wie wir das jetzt heute gemacht haben, finde ich das jetzt schon hart, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. So, die haben auch schon wieder ein Problem. Ich weiß gar nicht, was die für ein Problem haben. Wir gehen da mal hin. Das ist ja ein Outcast. 016F. Ach, hat er. War er. Kaputt? Nein, er kommt nicht rum im Arsch. Er kommt, macht keinen Backflip. Aber ich weiß nicht, wo er fliegt. Speed ohne Ende, aber... Guck. Ich bin voll drauf. Du bist voll auf dem Gas. Kann aber nicht stimmen. Okay, während dieser ihre Outcast-Probleme diskutieren, fahren wir noch mal ein bisschen. Lern noch mal an. Heute kommt auch kein Fireteam und nimmt den Volley. So geht das. So geht das. Ich glaube, das waren 3. Habe ich nicht vorhin gesagt, 3 ist einer zu viel? Das gerade gehört, dieses wupp wupp wupp, Regler überhitzt. Scheinbar hat der Motor einfach zu viel Dampf für diesen Regler. Für den Regler. Was hat er gehabt? Da hat man dann gemerkt, der Akku ist nicht mehr so ganz frisch. Oh. Hält das schon aus, ne? Stefan, was war jetzt das Problem? Nein, der macht immer noch nicht. Ach so, dachte du, du hast das Problem gelöst? Nein. Achtung! War ein Witz. Wir beeilen sofort, dass Herz stehen bleibt, ne? Wenn Arne Achtung ruft. Alle mal Karo ab, guck mal auf die Motortemperatur. Oh, tut mir leid. Mach dich wieder alles kaputt hier? Moin. Guck mal, da ist der Oberesel. Wir sind gleich wieder bei dir. Arne, kannst du mal Gas geben, bitte? Warum? Weil wir uns verkeilt haben. Öl vergessen. Leider nicht mitgezählt, ich hatte Angst. Was kannst du ja auch gar nicht zählen? 1, 2, 4. Oh, 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 oh. Ja, nur die 3 hat er geschafft. Zweiter Akku, zweites Auto, zweites Auto. Also echt überlegt, wie du das ausfallen kannst. Du musst dir deine Ausfallquote angucken. Ja. Der ist jetzt schon 2,6er. Kaputt!
auch kaputt. Jo, das war aber ganz klar Fahrfehler. Ich vermute Dämpfer gebrochen. Jo. Jo, nee, nicht gebrochen. Abgerissen. Oben. Deswegen läuft er da auch aus. Ja, also theoretisch ist er noch heile. Aber nur theoretisch. Ja, was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Das Silver Assi. Bye bye.